herzlich willkommen. Mein Name ist Hunting Mythos und wir spielen wieder Oxygen Not Included, würde ich sagen. Und ich baue jetzt noch eine Kopie von dem System und dem Electrolyzer-System hier drunter. Wir wollen das mal ausprobieren. Und zwar wird das ja dann folgendermaßen sein: Wir zimmern hier die Ziegel drüber. Schön brav, Ziegel drüber zimmern. Dann haben wir das Ding. Hast du ein frei, dann hast du hier so, sagen wir mal 1, 2, 3, dann hast du hier so dieses, ne? So, 1, 2, 3, dann hast du diese Zop. So. Dann machen wir hier das Ding hier drunter. Lang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt kommen sie da auch ran. So, dann kommen sie von hier auch schon fast ran. Na kurz diesen hier, dass sie das schon mal bauen können. Ich bin zu blöd, eine Maus zu benutzen, ehrlich. Der Druck ist schon ziemlich stark hier. So. Dann kommen die Electrolyzer rauf. Da. Electrolyzer hier, Electrolyzer dort. Electrolyzer Minelli. Dann würde ich sagen, machen wir Strom rauf. Dieses Mal lassen wir das Stromzeugs einfach nach unten laufen. Das gibt nämlich ein Problem mit dem Strom. Und dann machen wir halt hier diesen hin. So, kurz abgucken oben. Die ganze Ding ist 1, 2, 3, 4 hoch. 1, 2, 3, 4, haut so ja schon hin, dann müsste hier der Boden hinkommen. Genau, da sind 2 frei. Hier, 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 hier. Dann brechen wir hier vorne ab, dass wir hier durchlaufen können noch ein Stück. Hallo? Oh, ernsthaft? So, machen wir das hier weg, machen hier eine Leiter hin, die ist ja hier die Mainleiter, graben dann hier noch, das kann auch noch mit weg, so, hier die Leiterin, so wie immer, dann machen wir hier, also der, hier hin. So hin. Lass mich kurz überlegen. Direkt auf der Höhe, alles klar. Direkt auf der Höhe. Dann können wir die Pumpe anbringen. Die kommt hier hin. Ist das der Pumpe? Ist keine Pumpe. Warum war das keine Pumpe? So. Jetzt wird es ein bisschen eng. Da müssen wir gleich mal gucken erstmal. Ich werde das wahrscheinlich so dran hängen. Ich muss erstmal nochmal rauszoomen und ein Stück rangucken, drauf gucken. Das war völliger Blödsinn, was ich hier gemacht habe. Weil das so und so rum muss, so und so rum. Genau. Ich hab hier gerade völligen Schmarrn gemacht. Was mache ich hier für einen Quatsch? Mal weg hier die Gasleitung. Hier, das muss so rum. Das kommt so rum. Das geht aber auch so rum. In Ordnung. Und die zwei gehen dann halt hier so runter. Und das ist dann das überschüssige Gas, was erstmal irgendwo hin muss. Von mir aus auch hier hin, so. Dann mache ich hier so einen kleinen Raum drunter erstmal. Ich durfte das ja die ganze Planung mit dem Kohlendioxid um, ja. Aber das ist erstmal egal. Das interessiert mich gerade relativ wenig. So, dann machen wir nur noch. Wo ist es denn? Wo ist es denn?
damit auch das funktioniert, was ich mir vorstelle, dann müsste das eigentlich auch so. Muss ich mal kurz gucken, weil das hat nämlich auch Gründe, warum das mit dem Kabel so komisch ist. Genau, das muss nämlich... das werde ich hier vorne unterbrechen. Hier. Und hier. So. Weil diese Stromding. So. Das heißt, ich habe mal eine Priorität. Das hier. Muss gemacht werden. Da müssen wir hier noch Wasser anschließen. Fällt mir gerade so auf. Das sollten wir hinkriegen. Wir müssen hier bloß irgendwo eine Brücke legen. Oh, bloß mal kurz gucken, weil das wird ein bisschen tricky. Wird das eigentlich ja nicht, weil die Brücke direkt einfach hier so hinzimmern kannst. Ist ein bisschen umständlich, aber das ist mir auch egal. So, dann geht das los. Priorität setzen. Macht mal das hier fertig. So. Geht alles schnell. Ich möchte, dass es fertig wird. Danke. Dann kann ich nämlich die Ziegel schon mal setzen. Wasserstoff. Naja, die ganzen Mehllaufdinger verjammeln gerade. Weiß ja, ich wäre da wahrscheinlich genauso gewesen. Ditte ist fertig, dann kann ich nämlich hier vorne. Seite ist zu. Ich weiß nicht, warum sie auf der Seite nicht bauen, wenn ich 9er Priorität nehme, ne? Interessant, eigentlich müssten sie das immer zuerst nehmen. Das kann schon mal zu. Dann kann ich auf jeden Fall schon mal Wasserstoffgenerator nehmen. Der ist 3 hoch. Aber das gibt's doch nicht! Scheiß riesiges Mistding, jetzt kann ich alles abreißen hier unten. Das gibt's doch nicht. So, abreißen komplett. Dann kann ich den hier unten hinstellen, das bringt ja sonst nichts. Ist das richtig nervig oder ist das richtig nervig? Ist richtig nervig, ne? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, wie ich das vorhabe. Hinstellen, dann kommt eine Batterie dazu, dann kommt ein Hamsterrad dazu, um das immer anzumachen. Dann kommt eine Leiter dazu, weil da kein Mensch rankommt. Dann müssen hier vorne stattdessen diese Dinger hier rennen. Sollte rein theoretisch ausreichen. Haben wir das richtig gemacht? Ich denke schon. Dann machen wir bloß entweder zu oder auch nicht. Das wird sich dann zeigen. Dann müsste das Sauerstoffzeug gemacht werden. Das wird runtergedrückt und fließt dann hier so wieder hoch. So ein Stück weit. Das tut jetzt ein bisschen doof, weil hier so eng ist an der Seite. Aber hier geht das halt, ne? Das heißt, die kann hier vorne mal wegnehmen, während die da rumbuseln da unten. Die Lüftung einbauen schnell, dann ist das auch schon erledigt.
Das ist ja wieder das hier, wo wieder keiner rankommt. Sehr gut geplant. Schön geplant. Toll gemacht. Super, ich kann mich nur selbst loben. Aus das Ding. Aber ich hab der Pumpe Strom gegeben, ne? Nein, hab ich nicht. Sehr schön, das heißt, ich darf jetzt hier irgendwo nochmal, da fehlt auch noch Stromkabel. Gut, läuft. Ich hab das richtig hart verkackt alles. Sehr schön, sehr geil. Also ich muss jetzt hier nochmal zerlegen, das hier zerlegen. Schnell, schnell, schnell. Die wollen ewig rumwuseln mit dem Mist. So, bauen da drinnen, zack, zack. Klappt euch nicht so. Go, go, der Geduldige. Go, 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 der Geduldige. Das dauert aber auch lange, ja. Da sind 1000 Dupes und. Aber die kochen auch okay, aber. Da die Priorität vergessen war, deswegen macht das wieder keiner. Los, 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 los. Zumachen, los, 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 los. Das Ding hier auf Null stellen. Go, 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 mach zu, wunderbar. Irgendwie Hamster radeln und zack. Ja, ich weiß, dass das Essen verfault. Das Problem ist, dass wir zu viel jetzt haben. Jetzt wohl, wo wir wieder Wasser haben, aber zu viel Essen. Ist dann halt leider so. Rein natürlich brauche ich auch erstmal nicht kochen, weil wir haben so viel Mehl aus, dass sie das sich davon erstmal ernähren könnten, Weilchen. Ja, hier ist schon ein bisschen eklige drin geflossen, was falsch ist. Weil das irgendwie auch an war. Das ist ja jetzt nicht weiter schlimm, das ist gleich repariert und dann hoffen wir mal, dass es funktioniert. So, dann können wir nämlich auch rein theoretisch mal weiter planen. Sehr gut, dass ihr das auch macht, was ich euch befehle. Will er mich langsam wegwischen endlich? Jetzt falsch gemacht. Ah, ich habe die falsch angeschlossen. Eil. Ernsthaft. Hä? Ah ja, gut, ich habe jetzt hier Sauerstoff und so ein Kram hier durchgeschickt, ne? Jetzt einfach umgekehrt hier machen. Warte mal, was ist hier drinne? Was ist das jetzt hier für ein Kram? Ich werde jetzt den Sauerstoff dadurch schicken und dementsprechend das andersrum machen. Richtig? Ich denke ja. Jetzt schauen wir mal, wie es hier drin aussieht. Druckmäßig sieht es eigentlich gut aus. Das heißt, die kann rein theoretisch. Funktioniert nämlich das nämlich nicht. Das ist nämlich das Problem jetzt ja daran. Jetzt funktioniert nämlich diese Kabelei nicht. Das heißt, das ist scheiße gebaut. Ich darf das nochmal öffnen, weil das jetzt nämlich nicht ein- und aussieht. Das ist richtig kacke. Mann, ey. Kann ich gleich hier nochmal ausmachen, Jensen Scheiß? Mann. Funktioniert doch mal irgendwie hier. Kann das hier lang machen? Und kann hier oben das Stromkabel leicht komplett trennen, dann ist ein Mistdreck.
So. Und auf dementsprechend hier nochmal öffnen. Zack. Hier nochmal. Zack. Zerlegen sollte die verliest. Zack, 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 zack. Hier instant bauen. Los, 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 los. Nicht lange rum. Oh, ist sogar auf 9. Wow. Zwei Dupes hier rumstehen. Irgendwo ist jetzt irgendeiner, der sagt jetzt, naja, ich muss das jetzt halt irgendwie bauen. So. Immer da runter. Dann kann ich hier schon wieder zumachen. Richtig. Ja, nö, ich habe ja nicht angeschlossen. Ist natürlich perfekt. Warum sollte ich dir doch anschließen? Ich meine, das wäre sinnvoll. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Kann ich das nochmal aufreißen? Nochmal darin gehen und nochmal warten. Bis das ja immer was wird. Du kannst ja mal rausgehen vielleicht, nicht so dann rumstehen. Irgendwer könnte heute noch das bauen. Da kann ich gleich testen, ob es funktioniert. Mit übertauchen. Ne, funktioniert. Funktioniert nicht, weil das Ding immer noch an ist. Warum? Was ist das für eine Scheiße, bitte? Warum? Das ist doch daran an. Hä? Drückt mir richtig auf hier. Weg mit dem Dreck. Das muss jetzt funktionieren, Mann. Ehrlich. Wie blöd ist denn das eigentlich, oder? Es wird Zeit, dass das dann das Automation Upgrade rauskommt. Damit kannst du nämlich besser kontrollieren, diese Dinger. Viel, viel, viel besser. Dann werden wir das wohl upgraden müssen, darauf auf das Ganze. Funktioniert trotzdem nicht. Was für ein Schwachsinn. Was für ein absoluter Schwachsinn. Das ist genau da dran. Das ist genau das. Verstehe ich nicht, wa? Weil das im Nisch drin ist. Wetten? Daran liegt das? Wetten? Wetten? Ist ja nicht so, als wäre das mit dem verbunden und das wäre ein Power. Na, ist ja egal. Das ist ja egal. Ehrlich. Wie dämlich. Problem daran ist jetzt, dass unten halt 1000 Gramm liegen müssen. Jetzt wird jetzt das nächste große Problem daran werden. Zumachen. Aber wenigstens haut der Sauerstoff jetzt in. Ne? Das ist der einzige Vorteil. Ich werde das hier noch komplett leer pumpen lassen. Quatsch, hier. Gucken, wie es aussieht. Wieder eine ganze Folge gebraucht, um ein so ein Ding zu bauen. Also das ist irgendwie nicht ganz richtig, was ich an die Kim mache. Müsste das nicht mittlerweile fast leer sein? Wieder hoher Stress, what the... Wow. Ehrlich. Wir haben die Litschen wieder hingekriegt. Eine Sauerei gemacht. Warum geht das schon wieder? What? Was machst du denn da? Ach so, nee, hä? Du bist aber nicht eigentlich schon, du bist nicht ein... Oder kommst da nicht mehr raus? Oh Gott. Wer ist denn da so gestresst? Du bist auch eingesperrt, oder was? Oder stehst du da einfach nur dumm rum?
doch da nicht in diesem Ekli-Biotop. Was ist mit dir verkehrt? Weil du auch nicht rauskommst, den gibt's doch nicht. Mann, nichts funktioniert hier heute. Hört jetzt irgendwie ja nicht. Alles nur schief und so. Alle irgendwie, weiß ich nicht, bauen sich irgendwo ein. Jetzt quatscht hier irgendjemand. So, und jetzt Stress abbauen, Alter. Also, gewundert, dass die gestresst sind, wenn die in so einem Ekelgebiet rumstehen, Mann. Die gibt's ja nicht mehr, wie sich Duplikants anstellen können manchmal, ja. Hör auf zu verhungern und ess was. Da bist du so gestresst, dass du wieder das eine machst, noch das andere. Ehrlich jetzt? Ich muss dich da mal runterschmeißen, tut mir leid. Ghostman jetzt sterben, ist Pech einfach. Gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr ja einen Like da lassen. Könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr nicht mehr verpassen wollt. Ne, oder neu seid. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr, was ihr so gut fandet, was man vielleicht verbessern könnte, und was ihr vielleicht schlecht fandet. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge, ne? Wir hören uns in der nächsten. Bis dahin, auf Wiedersehen.